Ah, fragen wir doch mal ein bisschen was über diesen Präsentomat. Was ist das für eine Maschine da in der Ecke? Diese kleine Schönheit hier ist der einzig existierende Gratis-Präsentomat. Drücken Sie einfach auf den Knopf, um ihn zu starten. Und dann drücken Sie nochmal drauf, um die Maschine bei dem Präsent zu stoppen, das Sie gerne hätten. Mhm. Das ist unsere bescheidene Art, all unseren verehrten Kunden zu danken. Und wie machen die damit Umsatz eigentlich? Das, aus Prinzip verstehe ich nicht ganz. Was kann man denn da aussuchen? Magneten, ein Schlaghammer, Ausrufezeichen und einen Handschuh. Ihr seid offenbar gerissene Geschäftsleute. Ach, wir haben nur eine Marktlücke entdeckt und ausgenutzt. Genau. Im Trickreich dreht man sich nur einmal um und schon trifft man jemanden, der dringend einen Amboss braucht. Ich war schon länger nicht mehr hier. Irgendwas Neues? Irgendwas Neues? Hast du das gehört, Vauch? Irgendwas Neues? Sie scherzen wohl, Mister. Hier dreht man sich nur einmal um und schon haben wir wieder was Neues. Jeden Tag. Ich dachte, das war... Dreht man sich nur einmal um und schon trifft man jemanden, der dringend einen Amboss braucht. Mach hier keine schlauen Sprüche, mein Sohn. Mach lieber welche, die zu deinem IQ passen. Also, was ist neu? Unsere neuesten Prototypen sehen Sie hier in diesem Regal. Sie sind noch nicht zum Verkauf freigegeben. Aber wir führen sie Ihnen sehr gerne vor. Na gut, was zum Teufel ist das denn? Ich will's nicht wissen. Das sieht aus wie ein Vibrator. Das sieht aus wie ein Seitsteuer. Das sieht aus wie so ein Ding. Keine Ahnung. Okay, was sollten wir da nochmal machen? Ja. Das Pulver sieht interessant aus. Einfach mal alles präsentieren lassen. Das ist unser patentiertes Schüttel- und Schäl-Juckpulver. Klar, zum Jucken kann einen alles Mögliche bringen. Aber nur unser Pulver hat einen besonderen Zusatzstoff. Den Leprasin-B-Komplex. Ich garantiere persönlich dafür, dass es mehr als nur ein bisschen juckt. Alter. Bereit, Vauch? Itching Power with Lepro C. Das besondere Juckpulver. Damit es ihnen nicht einfach nur so juckt, sondern auch brennt wie die Hölle. Ah ne, man verliert alle Körperteile, wenn man sich... Alter. Alter. Was ist das? Könnten wir uns mal die Blume ansehen? Freunde, das hier ist keine stinknormale Spritzblume. Hä? Warum sollten Sie Ihren Kumpel mit popligem Leitungswasser anspritzen? Das ist so langweilig. Wenn Sie so viel mehr Spaß haben können mit einer Ladung extra starker Säure. Alter! Zeig's ihnen, Vauch. Alter, ich stell mir das gerade sehr brutal vor. Autsch. Alter. Ich wollte nochmal gesagt haben, das Spiel ist... nicht ohne Altersbeschränkung geeignet. Es ist ab 6 Jahren geeignet. Wir würden gerne mal sehen, wie der Boxhandschuh funktioniert. Sofort! Die Zufriedenheit des Kunden steht bei uns im Firmenwappen. Lass mich raten. Kaum dreht man sich mal um, trifft man schon wieder einen zufriedenen Kunden? Richtig! Richtig! Jetzt hören Sie mal zu. Auf einen einfachen Knopfdruck hin kloppt dieser Handschuh Ihrem völlig überraschten Gegenüber den Schmalz aus der Birne. Mhm. Der Typ am falschen Ende dieses Wundergeräts sieht garantiert Sterne. Flapp jedes Mal. Prügeln Sie drauf los, so viel Sie wollen. Dieser Handschuh hält garantiert länger als die Köpfe Ihrer Opfer. Schlag auf Schlag auf Schlag. Sehen Sie her. Oh,
Alter! Alter! Die Sterne nehmen wir mal mit. Ich bin sicher, wo die herkommen, gibt es noch viel, viel mehr davon. Fragt mich nicht warum, aber die Sterne kann man tatsächlich aufsammeln. So, ich würde einfach mal sagen... Ich würde mal sagen, wir wollen uns ja noch die eine Sache anzeigen lassen. Hallo Jungs, wie läuft das Geschäft? Schmerzhaft. Das ist doch schön. Ja, ist doch sehr schön. Wir wollten uns diesen Vibrator noch erklären lassen. Ich weiß nicht, was der macht. Ob das überhaupt ein Vibrator ist? Wir klicken einfach mal drauf. Mal gucken, ob das wirklich ein Vibrator ist. Könnten Sie uns wohl eine von diesen Zigarren vorführen? Aber selbstverständlich. Zigarren. Doch seien Sie gewarnt, das hier ist keine simple Knallzigarre. Ach die. Das hier ist der große Urknall unter den Trinkern. Diesen Racker zu rauchen, kann Ihrer Gesundheit wirklich ernsthaften Schaden zufügen. Und das Beste daran, er detoniert garantiert im Mund, nicht in der Hand. Hier der Beweis. Das nenne ich doch mal ein sehr perfektes Werkzeug gegen das Rauchen. Damit das nicht in der Hand verbrennt, sondern im Mund. Das ist doch genial. Also hier haben die einfach nur klassische Scherzartikel völlig übertrieben modifiziert. Das heißt, die sind jetzt extremst brutal geworden. Tja Jungs, ich fürchte, ich muss wieder los. Ich finde es jedes Mal traurig, wenn Freunde sich verabschieden. Besonders, wenn sie noch nichts gekauft haben. Kommen sie bald wieder. So, es gibt hier noch Porträts. Die gucken wir uns auch mal an. Ich würde auch gerne mal den gratis Präsentomat angucken. Aber die gucken wir uns später an. Erstmal die Porträts. Was hat es mit den ganzen Bildern auf sich? Sie sehen hier die Menschen, die uns in der ganzen Welt am liebsten sind. Unsere zahlenden Kunden. Coyote? Don Coyote? Jedes Gesicht an dieser Wand gehört einem rundum zufriedenen Kunden. Ist das nicht ein glücklicher Haufen? Die sehen wirklich sehr glücklich aus. Ja, zumindest diejenigen, die noch ein Gesicht zum Lächeln haben. Genau. Schau dir nur all diese zufriedenen Kunden an. Schau dir nur all diese... Habe ich diesen Kerl nicht schon mal irgendwo gesehen? Ja. Den kennen wir doch sehr gut. Das ist doch der Wachmann. Das ist ein Namensschild. AWT Örtchen Sicherheitsdienste. Und ihr seht, er hat eine Telefonnummer. Ich glaube, dafür brauche ich einen Extrazettel. Den schreiben wir uns mal auf. Wo ist denn mein... Hier ist mein Zettel auf. Perfekt unorganisiert. Also, was haben wir denn da für Nummern? Ist das zweimal gelb? Lila. Gelb. Gelb. Dann haben wir blau. Wenn ich mal Buntstifte hätte, aber ich habe bloß hinter mir welche. Weit hinter mir. Grün. Dann haben wir rot. Und orange. So. Haben wir uns mal die Nummer aufgeschrieben. Amt für sanitäre Freizeiteinrichtungen. Auch nicht schlecht. So. Dann gehen wir mal raus. Ja, die quälen sich mal schon wieder. Schön brutales Spiel. Dann... Okay, dann sollen wir zur Bar gehen. Also wir sollen erstmal das Trickreich verlassen. Was haben wir denn hier? Ein Schlagloch. Ein perfekt rundes Loch. Ja, sehr, sehr rund für ein Schlagloch. Ohne Mist, die Musik gefällt mir wunderbar. Sehr schöne Musikbegleitung. Genau, jetzt sollen wir... Tatsächlich sollen wir jetzt nach der Lösung zur Bar gehen und dort die Nummern anrufen. Ja, das haben wir auch schon aufgeschrieben, dass die anderen Farben ergeben. So, erstmal zur Wiese. Genau,
erst? Sollen wir den Wachmann anrufen? Ach nee, ja. Mir geht's genauso. Ich muss schon Spiele, solche Adventures mit Komplettlösungen spielen, aber ich versuch's euch ja trotzdem unterhaltsam zu machen. So, ich habe auch richtig geraten, in der Bar bzw. in der Kneipe gibt es dieses komische Telefon. Telefon? Okay, ja. Dann rufen wir erstmal an. Also, wir müssen erstmal die Lila wählen. Also erstmal Lila. Blau-Rot. Dann müssen wir Gelb. Dann nochmal Gelb. Dann Blau. Dann Grün. Gelb-Blau. Dann Rot. Und Orange. Gelb-Rot. Da sollten wir den Wachmann dran haben. Aber als Profi des örtlichen schon wieder abgeschnitten. Bin ich derzeit im Dienst. Ich werde heute Abend genau um 6.30 Uhr wieder zu Hause sein. Bitte rufen Sie dann nochmal an. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, der hat schon wieder die Dialoge abgeschnitten. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, damit habt ihr kein Problem. Ja, also er hat erst viel später Feierabend. Okay. Da sind noch tatsächlich die Fragen und Antworten zu den ganzen Fragen. Dann wählen wir jetzt nochmal die Nummer von den einen Zettel. Da wählen wir nochmal Blau. Dann Lila. Dann Rot. Orange. Dann Gelb. Dann haben wir Grün. Und Orange. So, da haben wir sogar noch die Fragen und Antworten. Da schaltet er wieder die Dialog ab. Ja. Kinderleicht. Hören Sie sich einfach die jeweilige Frage an und wählen Sie dann mit Ihrem Farbtupfon die Farbtupfon richtige Antwort aus. Bereit? Frage 1. Welche Farbe hat Jims Fell? Jims Fell blau. Frage 2. Welche Farbe haben die Fischschwänze oben am Örtchen? Gelb. Frage 3. Welche Farbe findet sich außer Weiß noch in Fauchs Fell? Das war Orange. Frage 4. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der rechten Schulter einer Patrouillenuniform des örtlichen Sicherheitsdienstes findet? Das war Rot. Frage 5. Welche Farbe hat Clefs Halsband? Clefs Halsband, das war Grün. Gelb, Blau. Und unsere letzte Frage lautet: Welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Jims Gym weist? Blau. Ich hoffe, die Fragen waren alle richtig. Hoffen wir es einfach mal. Sie haben gewonnen! Juhu! Ihren super tollen Preis, gestiftet von der Firma Wack Me. Da fällt ein R. Genau. Jetzt! Was? Wo ist das gute Stück? Tatsächlich, ein hüpfendes Paket. Wack Me Springbohnen. Ah, Springbohnen. Ich glaube, Wack Me ist so eine Anspielung auf Acme. Ihr kennt ja die tollen Geschichten von diesem Coyote und Roadrunner. Der Coyote hat immer Acme-Produkte verwendet, um den Coyoten aufzuhalten. Nicht den Coyoten aufzuhalten, den Roadrunner aufzuhalten. Ist ihm aber nie gelungen. So, jetzt wollen wir erstmal wieder ins Trickreich gehen.
ins dritte Trickreich. Nein, das habe ich nicht gesagt. Wir gehen ins dritte Trickreich. Marsch, marsch, marsch. Ich habe sogar einen braunen Anzug. Ich bin Christopher Lloyd. Ich bin im braunen Anzug unterwegs ins dritte Trickreich. Das klingt so falsch. Diese wunderschöne Musik. Nein. Ich sollte damit aufhören. Rechts ist nie in Ordnung. So. Schalthebel ins Trickreich.